mit einer musikalischen Gratulation schließen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so viele Jahre leben möchten, als man Jahre braucht, um gar nichts Neues mehr in der Musik machen zu können. Ich bitte Sie recht untertänig, mich noch ein bisschen lieb zu haben und mit diesem schlechten Glückwunsch unterdessen vorlieb zu nehmen, bis in meinem engen und kleinen Verstandskasten neue Schubladen gemacht werden, wo ich den Verstand hineintun kann, den ich noch zu bekommen im Sinn habe. Ihr gehorsamer Sohn, Wolfgang Amadee Mozart. Hört Sie nur, wie schön generös die Herren Augsburger sind. Ich bin noch in keinem Ort mit so vielen Ehrenbezeugungen überhäuft worden wie hier. Mein erster Gang war zum Herrn Stein. Obwohl ich gebeten habe, still zu halten, wer ich sei, so war doch der junge Herr von Langenmantel so unvorsichtig und sagte zum Herrn Stein: Hier habe ich die Ehre, Ihnen einen Virtuosen auf dem Klavier aufzuführen, und schmutzte dazu. Ich protestierte gleich und sagte, ich wäre nur ein unwürdiger Skolar von Herrn Siegel in München. Er sagte, nein, mit dem Kopf. Und endlich, sollte ich wohl die Ehre haben, den Herrn Mozart vor meiner zu haben? Ach, oh nein, sprach ich, ich nenne mich Trazom. Ich fing zu präludieren an. Da lachte er schon. Dann ein Fuge. Na, das glaube ich, sagte er, dass Sie gerne Orgel spielen, wenn man so spielt. Da gab ich allzeit den Tastenbatzeln. Ich war in meinem besten Humor. Na, da stunden sie dann alle da und machten Gesichter. Er führte mich hernach gleich in ein Kaffeehaus, wo ich, wie ich hineintrat, glaubte, ich müsste wieder zurückfallen für Gestank und Rauch vom Tobak. Ich musste halt in Gottes Namen eine Stunde aushalten, obwohl ich in der Türkei zu sein glaubte. Ich bin schon dreimal in Italien gewesen, habe drei Opern geschrieben, bin Mitglied der Akademie in Bologna, habe müssen eine Probe ausstehen, wo viele Maestri 4 bis 5 Stunden gearbeitet und geschwitzt haben. Ich habe es in einer Stunde verfertigt. Das mag zur Zeugnis dienen, dass ich imstande bin, einem jeden Hof zu dienen. Mein einziger Wunsch ist aber, euer kurfürstlichen Durchlaucht zu dienen, der selbst ein großer... Ja, mein Kind, es ist keine Vakatur da. Mir ist leid, wenn eine Vakatur nur da wäre. Ich versichere euer Durchlaucht, ich würde München gewiss Ehre machen. Ja, das nutzt alles nichts. Es ist keine Vakatur da. Dies sagte er bereits gehend. Nun empfahl ich mich zu höchsten Gnaden. Herr Woschitka riet mir, ich sollte mich öfters beim Kurfürsten sehen lassen. Gestern habe ich mit Cannabich zum Herrn Intendant Graf Savioli gehen müssen, um mein Präsent abzuholen. Es war so, wie ich es mir eingebildet habe. Nichts in Geld. Eine schöne, goldene Uhr. Mir wären aber jetzt 10 Karolinen lieber gewesen als die Uhr, welche man mit Ketten und Devisen auf 20 Karolinen schätzt. Auf der Reise braucht man Geld. Nun habe ich mit der Erlaubnis 5 Uhren. Ich habe auch kräftig im Sinn, mir an jeder Hose noch ein Uhrtaschen machen lassen und wenn ich zu einem großen Herrn komme, beide Uhren zu tragen, wie es jetzt ohnehin Mode ist, damit nur keinem mehr einfällt, mir noch eine Uhr zu schenken.